Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Fäule, was für ein Gemetzel. Ich hätte nicht gedacht, euch so bald wiederzusehen, meine Freundin. Aber ich verweigere nie Geschenke, die Ifre bereit ist, mir zu geben. Ich kam, um den angezeigten Druiden zu helfen. Doch ich kam zu spät. Diese Schlacht ist bereits verloren. Die Fäule soll sie holen. Sir Stefan Monar schickt mich. Er macht sich Sorgen, weil die Druiden nicht auf seinen Ruf geantwortet haben. Stefan ist ein lieber Freund und fast schon selbst ein Druide. Wir lernten zusammen unter Erzdruide Raval, als wir noch jünger waren. Es passt zu ihm, dass er sich um die Druiden sorgt, sogar um die Angezeigten. Was ist hier geschehen? Die Grauensegel sind geschehen, doch das ergibt keinen Sinn. Die Angezeigten haben keine Reichtümer. Druiden interessieren sich nicht für derlei Dinge. Und sie verfügen über eindrucksvolle Magie. Was für Piraten greifen ein Ziel an, das sich wehren kann und keinen ersichtlichen Gewinn abwirft? Ich bin auf Angezeigten-Druiden getroffen, die dem emporstrebenden Markus auf Hochinsel halfen. Druiden wählen ihre eigenen Pfade. Die Angezeigten von Hochinsel sind bitter und nachtragend. Doch solange die Monars nicht auf Druidengebiete vordringen, begnügen sich die Angezeigten von Galen damit, in Frieden zu leben. Es wäre töricht von den Grauensegeln, sie zu provozieren. Sir Stefan sagte, die Grauensegel wären ungewöhnlich entschlossen. Das ist seltsam. Ich frage mich, was die Meereselfen bei diesen Angriffen wirklich zu erlangen suchen. Sehen wir uns um. Sucht nach allem, was interessant oder fehl am Platz wirkt. Mit etwas Glück können wir herausfinden, warum die Meereselfen Tuin angegriffen haben. Okay. Ist jetzt drin oder draußen? Untersucht die Sonne. Hä? Wir sollen hier alles untersuchen. Sonnenkluftbucht? Durchsucht das Dorf. Eins von drei. Ah, hier unten ist was. Meine Grauensegel, ich versprach euch zu einem sicheren Zufluchtsort und jetzt liegt der Weg zu unserem neuen Zuhause vor uns. Ich habe eine Vereinbarung mit einer mächtigen Druidin Galens getroffen, die uns helfen wird, uns eine Festung auf der Insel zu sichern. Im Gegenzug möchte sie, dass wir ihr ein Relikt beschaffen, das sich im Besitz eines rivalisierenden Zirkels befindet. Den Angezeigten. Plündert die Ostküste der Insel und sucht nach diesem Relikt. Wenn ihr es nicht findet, nehmt Gefangene, die ihr befragen könnt. Es muss bei den Angezeigten eine Wissenswahrerin geben, die weiß, wie wir das Ding bekommen. Enttäuscht mich nicht. Für das, was ein druidisches Relikt einbringt, bekommen wir ein neues Zuhause. Meeresfürst Nalos. Ein Wissenswahrer? Welches Relikt könnten sie suchen? Tja. Verbrannte Blutblüten. Blutblüten? Der Feuersang nutzt sie, um bestimmte Zauber zu wirken. Ist er hier auch beteiligt? Das ist cool. das wird mir jetzt nichts angezeigt. Wir sind aber eigentlich am Ende vom Kreis, wenn ich das richtig sehe. Das Ende vom Kreis. Habt ihr vielleicht noch irgendwas bei euch oder so? Genau, kippt doch einfach um. Oben vielleicht. Ah ja. Mein Nieschen hat mich wieder nicht getrübt. Darfst du mir aber gerne was dazu sagen? Sehen wir in die Hütte. Dort könnte sich etwas über das Relikt finden. Gut. Das war jetzt nicht das, was ich erwartet hatte, aber zumindest hat sie mit mir gesprochen. Das ist ja auch schon mal was. So, die Hütte. Sie meint diese Hütte.
ja ein bisschen aus wie mein Erzdruiden Zuhause. Orleit, was macht ihr hier? Ich wollte einen Verdacht bestätigen, Laurel. Erzdruide Rawald hat gut daran, den Drawi-Verein zu berufen. Sagt ihm, der Feuersang wird teilnehmen. Die Zeit ist gekommen, die Samen zu sammeln. Die Prophezeiung des Druidenkönigs erfüllt sich bald. Die Samen? Ist es das, was diese... Oh, Fäule! Sie ist weg! Wir müssen uns unterhalten! Das ist kein gutes Zeichen. Wurzel und Wuchs! Das war Erzdruidin Orleit, Anführerin des Feuersangzirkels. Ich glaube, ich weiß, was wirklich hier geschehen ist. Und es gefällt mir gar nicht. Was meint ihr, Laurel? Das Relikt, das die Grauen Segel suchten, ist der heilige Samen der Ahngezeiten. Ein Geschenk des letzten Druidenkönigs. Jedem Zirkel wurde ein Samen geschenkt. Das meinte Erzdruidin Orleit mit, die Samen sammeln. Könnte sie die Druidin sein, die in den Befehlen der Grauen Segel erwähnt wurde? Steckt die Erzdruidin Orleit hinter den Feuersangangriffen auf den Glenmoril-Wirt? Vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, warum sie Free wecken wollten. Doch andere Feuersang haben etwa zur gleichen Zeit versucht, den Steinleeresamen zu holen. Und jetzt dies. Erzdruidin Orleit erwähnte die Prophezeiung des Druidenkönigs. Könnte es bei all dem darum gehen? Warum sind die Samen wichtig? Sind sie mächtig? Soweit ich weiß, nicht. Die Samen werden im Traum von Kasurain erwähnt, der Prophezeiung des letzten Druidenkönigs. Der Feuersang scheint zu glauben, dass seine Zeit gekommen ist. Die anderen Zirkel wohl nicht. Vielleicht kann der Drauife sich einen Reim auf all das machen. Der Drauife? Ein Konzil der Druiden. Aus Ältesten aller drei Zirkel. Erzdruide Rawal von der Steinlehre hat den Drauife einberufen, um die Vorwürfe gegenüber dem Feuersang anzusprechen. Doch bisher hat Orleit ihn ignoriert. Erzählt Stefan davon. Piraten sind nicht sein einziges Problem. Nun gut. Ich würde Sir Stefan erzählen, was wir erfahren haben. Ja, dann wird uns der dritte Teil mal wieder nicht angezeigt, weil wir noch in der Hütte sind. Wobei ich finde, dass Hütte ja doch ein bisschen klein gesagt ist. Gut, dann sollen wir die Sonnenkluftbucht untersuchen. Die ist links von uns. Da werde ich da erstmal hinreiten und da sehen wir uns gleich direkt drin wieder. Eine einzelne Meereselfin hat alle bezwungen? Sie traf uns wie ein Sturm aus Stahl, hat aber niemanden getötet. Sie hat uns nur in den Sand geworfen. Oder wir sehen uns davor wieder, weil wir Bannerträger Korriki treffen. Ist das zu glauben? Ich wollte nach meinen Rittern sehen, doch ich fand sie unpässlich vor. Die Besten des Hauses Monar. Pah. Na, wer seid ihr? Ich bin Gameplayerin. Sir Stefan hat mich entsandt, um die Bucht zu untersuchen. Könnt ihr mir ja erzählen, was hier geschehen ist? Meine Ritter haben einen Trupp Grauensegel zu der Höhle hier in der Sonnenkluftbucht verfolgt. So wie sie es erzählen, fegte eine einzelne Meereselfin durch sie hindurch, ehe sie drinnen alles durchsuchen konnten. Sie machte sich nicht einmal die Mühe, sie zu töten. Sie schlug sie nur bewusstlos und ließ sie liegen. Gut, das kann natürlich zweierlei Gründe haben. Sir Stefan hatte Gefangene erwähnt. Genau, das stand im Bericht. Da Sir Stefan euch geschickt hat, könnte ich eure Hilfe brauchen. Erkundet die Höhle. Wir müssen die Gefangenen finden und befreien. Ich folge euch, sobald meine Ritter sich erholt haben. Doch gebt acht, die Meereselfin, die sie niedergeschlagen hat, ist irgendwo da drin. Ich werde die Höhle erkunden und nach den Gefangenen suchen. Denkt dran. Wir glauben, dass die Grauen Segel Gefangene hier haben. Vielleicht auch ein paar Ritter, aber ganz sicher Druiden aus dem Dorf in der Nähe. Findet sie, wenn ihr könnt, und befreit sie. Wir schließen uns euch an, sobald meine Ritter wieder bei Sinnen sind. Was könnt ihr mir über die Grauen Segel sagen? Nichts Gutes. So viel ist mal sicher. Sie sind Piraten, Sklavenjäger, Mörder und Diebe. Meiner Erfahrung nach ist nur ein toter Meereself ein guter Meereself. Doch diese Grauen Segel gehören zur schlimmsten Sorte. Waren die Grauen Segel schon einmal ein Problem auf Galen?
Nicht in diesem Maße. Einzelne Überfälle, ein paar Plündereien. Vorher waren sie Piraten, doch jetzt wirken sie wie eine Eroberungsarmee. Nehmt euch vor der, die meine Ritter bewusstlos geschlagen hat, in Acht. Sie scheint eine recht fähige Kämpferin zu sein, wenn sie sie besiegen konnte, ohne dabei Blut zu vergießen. Wer genau seid ihr? Korrik ist mein Name. Bannerträger in Diensten des Hauses Monarch. Meine Familie dient den Fürsten von Galen schon seit Generationen, voller Stolz. Ich werde diese mörderischen Meereselfen zur Schlacht zwingen und sie besiegen. Oder bei dem Versuch sterben. Was ist ein Bannerträger? Ihr seid nicht vertraut mit ritterlichen Rängen? Machen Sie das auf dem Festland anders? Ein Bannerträger entspricht in meinem Orden einem Hauptmann. Ein Ritter, der andere Ritter befehligt. Es sieht aus, als hätte ich mit diesen Schergen noch einiges zu tun. Deswegen müssen wir mal die Fähnchenträger als erstes besiegen in den Raids. Hi Funke. Hi Funke. Die steht aber auch immer mitten im Weg rum, ne? Genauso wie Basti, ne? Wenn man da irgendwo reingekommen ist. Sie hier weiß mehr über das, was ich suche. Wir müssen es nur aus ihr herausholen. Ich nehme sie mit in die Feste. Beseitigt die anderen, wie ihr wollt, aber trödelt nicht so lang. Nein, bitte tut ihnen nichts. Ihr braucht nur mich. Okay, findet die Gefangenen. Ja. Gibt es nichts und niemanden, den hier. Mich jetzt hier erstmal umsehen. Hier ist auf jeden Fall keiner. Das heißt, wir müssen dann erstmal hier komplett durchlaufen, damit wir dann am Ende eine Etage höher die Gefangenen finden können. Ach, wie ich sowas liebe. Guten Tag. Hab leider keine Zeit. Ich glaube, das haben die als unmöglich empfunden. So. Da hier nichts eingezeichnet ist, gehe ich mal davon aus, dass hier keine Gefangenen sind. Obwohl, Moment. Die sind, glaube ich, nicht eingezeichnet, oder? Wo sind wir denn hier? Jetzt sind wir hier in der Sackgasse. Ja, aber ich finde hier keine. Ich finde hier trotzdem keine Gefangenen. Lass mich euch mal eben umbringen, damit ich mich hier mal kurz umsehen kann. Ich habe gehört, Druiden essen keinen Fisch. Was für ein Leben ist das? Eigentlich ein gutes. Also hier kann ich mich nicht umsehen. Zauber wollte ich schon lange ausprobieren. Warum soll ich jetzt? Schnecke, ihr und euer Meeresfürst solltet euch nicht einmal Maormer nennen. Halt, Fremde! Diese Meereselfin hat uns das Leben gerettet! Ah! Ich habe den törichten Rittern draußen gesagt, dass ich keine Feindin bin. Habt ihr mehr Verstand als sie? Wolltest du mich gerade angreifen? Wahrscheinlich hat er hier die Meereselfe gesehen und hat sich dann gedacht, nee, dann doch lieber nicht. Ja, toll. Hättet ihr mir auch sagen können, dass ich hier alle Gefangenen auf einen Haufen finden werde. Ihr seid bereit, mit mir zu reden? Wenigstens seid ihr klüger als die Ritter draußen. Meeresfürst Nalos und sein Abschaum haben den Bewohnern dieser Insel wohl beigebracht, dass sie jeden mit blauer Haut fürchten müssen. Wisset eines, ich gehorche dieser elenden Bestie nicht. Du hast auch keine blaue Haut, du hast, ja, so graue Haut. Wenn ihr nicht zu den grauen Segeln gehört, wer seid ihr dann? Kapitän Siravan von den Goldklingen. Ihr würdet mich wohl eine Piratin nennen. Doch ich gehöre nicht zu Meeresfürst Nalos Verrätern und ich bin nicht an dieser druidischen Torheit beteiligt. Ihr seht verwirrt aus. Ihr seid wohl vom Kontinent. Ja, ich bin eine Maormer.
Sir Stefan Mornar schickt mich, um diese Gefangenen zu finden. Nun, sie sind keine Gefangenen mehr. Und wir beide müssen keine Feinde sein. Meeresfürst Nalos ist meine Beute. Aus Gründen, die nur mich etwas angehen. Doch ich sage euch so viel, Söldnerin. Nalos sucht ein druidisches Relikt. Er nennt es einen heiligen Samen. Wo ist Meeresfürst Nalos hin? Ich bin mir nicht sicher. Dieser schleimige Aal ist entkommen und hat eine Druidin mitgenommen. Wahrscheinlich meint er, sie kann ihn zum Samen bringen. Sei's drum. Ich werde ihn finden. Warnt eure Verbündeten vor dem Meeresfürsten, Söldnerin. Galen ist nicht sicher, solange er lebt. Ich werde es zur Stefan ausrichten, was ihr gesagt habt. Und schon ist sie wieder. Die Meereselfin ist entkommen? Schade. Wenigstens konnten wir diese Druiden retten. Wir übernehmen den Rest, kehrt nach Fastür zurück und erstattet Sir Stefan Meldung, wenn ihr bereit seid. Eieiei. Wenigstens konnten wir die Druiden retten. Ja, nee, ist klar. Ich mach mich da mal auf hier aus der Höhle raus und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Bis gleich. So, wir befinden uns nun in der Hauptstadt. Euer Volk ist ebenso in Gefahr wie alle anderen auch, Galfeen. Meereselfen unterscheiden nicht, wenn sie Beutezüge planen. Das habe ich nicht behauptet, Dame Feider. Aber der steinleere Zirkel kann auf sich aufpassen. Das haben wir immer. Ich schlage einfach nur vor, dass ihr euer Volk in die Stadt bringt. Im Rankenviertel ist genug Platz für noch mehr Druiden. Ich liebe die Stadt. Hey, da habe ich gerade gefegt. Warum musste die jetzt die Stimme von Evelie haben? Sir Stefan. Ja, hier ist die Seefahrerin. Ja, ich bin da. Wohlan denn, meine Freundin. Dulef erzählte mir, ihr hättet euch gut an der Windtankfeste geschlagen. Nun, gibt es Neuigkeiten von den anderen beiden Orten? Laurel wirkte besorgt, als sie zurückgekehrt ist. Doch sie ist losgezogen, um Erzdruide Raval zu finden, ehe ich mit ihr sprechen konnte. Die Grauensegel haben Tuin geplündert und Gefangene genommen. Doch ich habe sie an der Sonnenkluftbucht gefunden. Dann ist es gut, dass ich euch nach Tuin geschickt hatte. Die Ahngezeiten brauchen oder wollen nur selten Hilfe, aber ich bin froh, dass ihr helfen konntet. Trotzdem, warum sollten die Grauensegel Gefangene zur Bucht bringen? Wenn die Meereselfen sonst Gefangene nehmen, segeln sie meist davon und verlangen Lösegold. Meeresfürst Nalos sucht nach dem heiligen Samen der Ahngezeiten. Er versucht, ihn für eine Feuersang-Druidin zu finden. Die Grauensegel arbeiten mit einer Druidin des Feuersang-Zirkels zusammen? Der Feuersang meidet für gewöhnlich Außenseiter, besonders Meereselfenpiraten. Jetzt verstehe ich, warum Laurel sich so besorgt zeigte. Und warum der Drau-I-Verein berufen wurde. Druidin Laurel hat mir erzählt, dass Feuersang-Druiden auch versucht haben, den Samen des Steinlehre-Zirkels an sich zu bringen. Was für ein Wahnsinn! Ein Krieg zwischen den Zirkeln ist das Letzte, was Galen gerade braucht. Ich wurde eingeladen, dem Drau-I-Fe beizuwohnen. Ich möchte, dass ihr mitkommt. Sucht Laurel im Rankenviertel hier in der Stadt. Wenn sie einwilligt, könnt ihr euch uns anschließen. Ich spreche mit Druidin Laurel. Das Rankenviertel liegt auf der Ostseite der Stadt, beim Hafen. Es ist eine kleine Druiden-Enklave. Ich schließe mich euch bald dort an. Ich muss mich mit meinem Vater besprechen und Späher losschicken, um nach Meeresfürst Nalos zu suchen, während wir am Drau-I-Fe teilnehmen. Warum hat der Drau-I-Fe euch als Zuschauer eingeladen? Ich mag der Sohn von Graf Mornar sein, doch ich habe jahrelang beim Steinlehre-Zirkel gelernt. Ich habe großen Respekt vor dem druidischen Glauben. Ich teile sogar viele seiner Vorstellungen, was ungewöhnlich unter jenen ist, die sich nicht seinen Rängen verschrieben haben. Im Gegenzug vertrauen die Druiden mir. Was ist mit Graf Mornar? Wird er auch teilnehmen? Wie die meisten Adligen achtet mein Vater kaum auf die Druiden. Wenn er mit den Zirkeln sprechen muss, bestellt der Botschafter nach Fastür ein. Der Drau-I-Fe ist ein Treffen der druidischen Anführer. Außenseiter werden nur selten zugelassen, doch sie betrachten mich fast schon als Druiden. Warum sollten die Ahngezeiten-Druiden eure Hilfe nicht wollen? Der Ahngezeiten-Zirkel hat nichts für Außenseiter übrig. Wenn es nach ihm ginge, würden wir alle auf unsere Schiffe steigen und nach Hochfels zurückkehren. Der Zirkel hier auf Galen ist nachsichtiger als die Ahngezeiten auf den anderen Systrin-Inseln, aber er vertraut uns trotzdem nicht ganz. Die Ahngezeiten auf Amenos sind offen feindselig.
Ja, dessen bin ich mir bewusst. Wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun, wie viel weniger naturbelassen Hochinsel und Amenos im Vergleich zu Galen sind. Hier bleiben wir mehr in unserem Teil der Insel und lassen den Druiden freie Hand über den Rest. Was ist mit dem Steinlehre und dem Feuersangzirkel? Sehen Sie das ähnlich? Die Steinlehre ist damit zufrieden, neben den Leuten zu leben, die ihren Glauben nicht teilen. Seine Mitglieder hoffen, ein Beispiel zu sein, dem andere nacheifern können. Doch sie stellen keine Forderungen. Was den Feuersang angeht, diese Druiden sind Eremiten. Sie bleiben meist auf ihrer Insel und ignorieren uns einfach. Ist es wirklich sicher für euch, Vastyr jetzt zu verlassen? Die Ritter meines Vaters beschützen die Stadt und der Hafen ist gut befestigt. Zudem glaube ich, dass ihr die grauen Segel fürs Erste zurückgeschlagen habt. Unsere Speer können sie nirgendwo entdecken. Doch falls ihr euch Sorgen um meine Sicherheit macht, das müsst ihr nicht. Ich kann mich verteidigen. Ja, das haben leider schon so viele gesagt. Ihr wisst gar nicht, wie viel Glück ihr habt. Ich habe Jahre auf dieser Insel verbracht, bevor ich zur Teilnahme am Drauife eingeladen wurde. Es ist schwer, das Vertrauen der Druiden zu gewinnen. Grüßt Laurel von mir. Sie ist die Beste von ihnen allen, wenn ihr mich fragt. Nun gut. Moment, hier liegt noch ein Büchlein. Über die Kastelle Tamriels könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen, wenn ihr das möchtet. Kastell Navia, Kastell Ebenerz, Rabenwacht. Oh, da sind wirklich alle drin, ne? Lea Wien. Ja. Dann mal auf zur Druidin. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das noch ein Teil von der Stadt hier. Okay, jetzt bin ich natürlich völlig in die falsche Richtung umlaufen, oder? Ich hätte den oberen Weg wählen sollen, das war wieder klar. Ich würde sagen, wir reiten dann doch besser dahin. Hier draußen geht es eigentlich noch einigermaßen. Nur mit den ganzen Treppen und so weiter, das ist immer so ein bisschen, ja, ein bisschen eng manchmal. Schmeckt nur das Aroma, ja, irgendwo hier müsste sie eigentlich sein. Da ist sie. Oh, schön euch wiederzusehen. Was führt euch ins Rankenviertel? Ich hoffte euch wiederzusehen, meine Freundin. Doch ich muss mich auf den Drauife vorbereiten. Die Ältesten müssen sich wirklich um den Streit zwischen den Zirkeln kümmern. Sir Stefan will, dass ich mich euch beim Treffen des Drauife anschließe. Wisst ihr, das ist keine schlechte Idee. Nur wenige Außenseiter dürfen am Ratstreffen teilnehmen. Doch ihr könnt bezeugen, was wir in Tuin gesehen haben. Der Feuersangzirkel ist bereit, Gewalt einzusetzen, um die drei heiligen Samen zu sammeln. Und das ist einfach falsch. Könnt ihr mir mehr über die heiligen Samen sagen? Vor langer Zeit gab der letzte Druidenkönig jedem Zirkel einen Samen. Er gab uns auch eine Prophezeiung, den Traum von Kasorein. Manche Druiden betrachten sie als Warnung, doch Erzdruidin Orlight und die anderen glauben, sie wäre ein Ruf zu den Waffen. Was genau besagt die Prophezeiung? Trefft mich am erzählenden Stein, der Landmarke fast genau in der Mitte der Insel. Es wäre leichter, euch die Prophezeiung einfach zu zeigen, und der Ort ist in der Nähe des Drauife-Waldtals. Außerdem könnte Free dort sein. Sehr wird euch wiedersehen wollen. Free? Der Naturgeist? In Ordnung, ich treffe euch am erzählenden Stein. Ja, ich würde allerdings sagen, auch wenn das vielleicht gerade jetzt kurz vorm Abschluss ist oder so, ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Diese Folge ist schon sehr, sehr lang geworden, deswegen wundert euch nicht, ich werde daraus ganz sicher 2 Folgen gemacht haben. Und ja, ich sag dann einfach mal, wir sehen uns dann am Zielort in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Nicht mehr lang. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.